Anreize, diese Gesetze auch nicht ordentlich anzuwenden. Und ich könnte einige weitere Punkte aufzeigen, also die vielleicht noch den vierten Punkt hier, die Offenlegungspflicht für wirtschaftlich Berechtigte, für die wahren Eigentümer von Firmen. Wir haben vorhin bei den Bankenstatistiken gesehen, wie schwierig es ist, aufzuschlüsseln, wo die wahren Eigentümer der Vermögen weltweit sitzen. Und das liegt unter anderem daran, dass es eben Firmen, Briefkastenfirmen gibt, die bislang Anonymität gewährleisten. Wir fordern, und das ist auch in der Geldwäscherichtlinie teilweise eben jetzt dabei umgesetzt zu werden, dass jede Firma, die gegründet wird, in einem Register zugänglich machen muss, wer deren wahre Berechtigte sind, sodass zivilgesellschaftliche Gruppen, Journalisten und andere schnell erkennen können, wer kontrolliert diese Firma. Und es gibt sicherlich auf deutscher Ebene sehr viele andere Ansatzpunkte. Eine Bundesfinanzverwaltung ist schon angeklungen vorhin. Ich denke, es gibt keine Berechtigung, keine Lösung auch dieses Dilemmas und dieser Probleme des innerdeutschen Steuerkrieges außer einer zentralen Finanzverwaltung, Steuerverwaltung. Wenn man fordert, dass man mehr Autonomie für die Länder einführt in Deutschland, dann sagt man im Grunde, wir wollen die gleiche Dynamik wie auf EU-Ebene, die wir seit Jahrzehnten nicht in den Griff bekommen, des Steuersenkungskrieges, auf innerdeutsche Verhältnisse übertragen und also hier zu einer Verschärfung kommen. Ich frage mich, wie man das allen Ernstes wirklich fordern kann. Sicherlich können wir auch als Einzelne uns beteiligen. Es ist nicht egal, ob sie sich engagieren, ob sie sich einmischen, ob sie ATTAC oder andere zivilgesellschaftliche Gruppen unterstützen und bei Abgeordneten und Parteien nachfragen und dafür sensibel bleiben und werden. Und sicherlich ist die Konsumentenebene eine ganz wichtige Ebene für Konzerne, für die Konzernsteuervermeidung. Wo trinke ich meinen Kaffee? Möchte ich mein Buch bestellen bei Händlern, die kaum Steuern bezahlen? Hier denke ich, da gibt es viele Ansatzpunkte, die noch ausbaufähig sind und wo ich mir auch erwünsche, dass wir zu einer Art Fair Tax Mark, einem fairen Steuersiegel kommen. Also ähnlich wie wir das bei dem fairen Handel kennen, wo es inzwischen weit verbreitet ist, dass es ein Siegel gibt, das alle erkennen und man seinen Kaffee, seine Schokolade oder Bananen aus dem fairen Handel beziehen kann. So braucht es auch einen Fair Tax Mark, wo wir schnell erkennen können, ob dieses Unternehmen seinen steuerlichen fairen Anteil geleistet hat oder nicht. Und wir sollten uns aber auch nicht täuschen darüber, mit wem wir es zu tun haben. Es gibt mächtige gesellschaftliche Interessen, die den Status quo beibehalten wollen. Dazu zählen internationale Unternehmen, Anwälte, Anwaltskanzleien, Wirtschaftsprüfungskanzleien und Banken, die profitieren von dem gegenwärtigen System sehr. Und man sollte darum auch nicht erwarten, dass wir Reformen, die wirklich etwas bringen, über Nacht umsetzen oder nächstes Jahr oder in wenigen Jahren, sondern dass es eine lange Perspektive ist, ähnlich wie bei der Abschaffung des Sklavenhandels, die wir hier einnehmen müssen. Vielen Dank, soweit. Alles klar.